Moin Moin und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Battles Schwert und Schild Base gegen Schwert und Schild Clash der Rebellen 18er Displays. Die ersten beiden Teile des jeweiligen Displays haben es ganz gut gegönnt und wir schauen nach dem Intro, ob das so weitergeht. Ja, und wie schon beim letzten Mal angekündigt, der Rest, jeweils 9 Booster aus jedem Set, ist heute fällig und wir schauen mal, was wir hier noch Geiles rausziehen können. Im Moment führt knapp Schwert und Schild Base. Mal schauen, ob das Ganze so bleibt. Und weil es eine ganze Menge Booster ist, will ich gar nicht lange rumschnacken, sondern direkt gucken, was wir hier raus bekommen können. So, wie beim letzten Mal versuche ich es, für jeden Pull kriegt ihr einen Code. Letztes Mal habt ihr wesentlich öfter eingekriegt, also von daher gut. Für euch Furnifas, Plagleon, Kamehaps, Zensekt, Rihorn, Kloptopus, Goldini, Gortrum, Reverse Rare, sehr, sehr schön und ein Humanolith. Ja, wie hyped seid ihr denn aufs neue Set? Also es müsste jetzt wahrscheinlich ja schon so gut wie alles bekannt sein, wenn dieses Video zumindest erscheint. Ich weiß es nämlich noch nicht. Und da bin ich einfach mal gespannt, was sind so eure Favoriten? Habt ihr richtig Bock drauf? Sagt ihr, nee, ich warte lieber aufs Holiday-Set, wo ich halt auch noch keine Ahnung habe, was jetzt wirklich rauskommt. Vermutungen, ja, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Und von daher, würde mich mal interessieren, haut es in die Kommentare. Wir haben Stuart Reverse und ein... Yes, 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 yes! Ah, ich habe es beim letzten Mal noch gesagt, Calamanero V-Max, die letzte V-Max, die mir aus diesem Set fehlt. Jetzt habe ich zumindest die normalen V-Max, alle komplett bei Rainbow habe ich jetzt eine. Aber sehr, sehr schön. Calamanero V-Max. Also, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Und damit geht Clash der Rebellen generell in Führung. Für mich jetzt aber von dem Puls auf jeden Fall, weil ich habe 2 Karten rausgezogen. Beim letzten Mal schon eine und dieses Mal, die ich noch nicht hatte, die mir gefehlt haben. Und das ist für mich dann auf jeden Fall auch mehr wert, als wenn ich jetzt mehr Hits bekomme. Dann ziehe ich lieber die Karten, die ich noch nicht habe, um meine Sammlung weiter aufzufüllen. So, wir haben die Feuerenergie, Tentantel, Schmetterhammer, Kingler, Picochilla, Lampi, Gliwunkel, Galamauzi, Hoplo, Battis in Reverse und ein Pion Draghi. Also irgendwie sind Clash der Rebellen Booster auf jeden Fall dicker, so wie das aussieht. Oh, ja, das war gut. Das war ein guter Start. Also jetzt ja, hat mich gefreut, muss ich sagen. Habe ich, also, ja, kann man gut mitnehmen. So, wir haben die Wasserenergie, Galarmine 1, Fermicula, Elektroball, Paragoni, Bronzel, Toxel, Knapfel, Galar Flampion, Bronzel in Reverse und ein Galar Mauzinger. Ja, also langsam akklimatisiere ich mich auch wieder. Also es ist halt echt schön, wenn man noch die eine Karte dann zieht, die einem wirklich da fehlt, um zumindest die V-Max jetzt in dem Set komplett zu haben. Ich habe die V-Max komplett, aber die normalen Vs nicht. Da fehlt mir nämlich immer noch Gordrum. Also muss man auch erstmal hinkriegen, würde ich sagen. Zwolok, Bediktri, Tausch, Fatalité, Volley, Muschas, Gliwunkel, Salanga, der Pokémon-Fänger in Reverse und ein Relaxo V. Das war, glaube ich, die erste V-Karte, die ich damals gezogen habe. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber Relaxo E, ein geiles Pokémon meiner Meinung nach. War zwar auch nie in meinen Teams, aber vom Artwork her und gut, es ist halt eins der ersten, ne? Der ist nur 51, die sind mir eh alle ans Herz gewachsen damals. Ist halt so. Schreibt mal, ist es bei euch auch so, dass die Generation, mit der ihr gestartet habt, dass die meisten eurer Lieblinge hat? Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es das alles meine Lieblinge sind, aber ich habe eigentlich auch, wenn auch damals schon nicht alle Designs geil waren. Hier kommt das beste Beispiel, Pokéball. Es war ein Voltoball und umgedrehter Pokéball war ein Elektroball. Ist das jetzt, oder so ein kleiner Erdhügel mit Dicta? Prinzipiell auch jetzt nicht so, dass man sagen muss, wow, damals waren sie gedankenreich hoch 10.
Aber damit bin ich aufgewachsen. Das sind meine Lieblinge. Und da kommt da auch noch der Voltoboy. Also es passt doch auf jeden Fall. Und ein Celebrimbor Holo. Sehr, sehr nice. Da wird das Reden gleich wieder unterbrochen. Sehr, sehr schöne Karte. Auch ein Pokémon, das... Ja, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Aber wenn ich noch nicht so ganz so weiß, was ich damit anfangen soll. Aber je öfter ich sehe, desto besser gefällt es mir. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist es bei euch auch so, dass einfach die Generation, mit der ihr gestartet habt, die ist, die euch am besten gefällt und wo ihr auch die meiste Bindung zu habt, auch zu dem Pokémon, oder ist es bei euch eigentlich komplett anders? Haut's gerne mal in die Kommentare. Und währenddessen schauen wir mal, was wir hier aus Schwert und Schild Base noch ziehen können. Pokémon 3.0, Aurora Energie, Salanka, Picochilla, Vulpix, Somnium, Roselia, Picochilla in Reverse und ein Marpeko. So, damit müssen wir jetzt auch gleich knapp schon bei der Hälfte wieder angekommen sein. Und bisher hat es noch nicht so krass gegönnt wie beim letzten Mal. Also wenn ihr es verpasst habt, schaut gerne rein. Video ist auch hier in dem Video und in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Verlosi, Smogon, Bämon, Shinux, Raupi in Reverse und dahinter ein Grifeldes. Ja, wenn euch das Video gefällt und so wie alle vorherigen, dann immer gerne Like und Abo, falls ihr es noch nicht dagelassen habt, da lassen. Freut mich sehr. Das nächste Ziel sind natürlich die 200. Wir sind echt auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Es freut mich mega, dass es im Moment bei dem Kanal so gut für meine Verhältnisse. Ich weiß, es gibt andere, das ist viel krasser, aber ich bin mega zufrieden damit, wie es aktuell läuft, so gut vorangeht. Und wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr schon, was mein Plan für das nächste Special ist. Da habe ich halt auch mega Bock drauf, das zu öffnen, weil, ja, das sind Sets, oder die sind sehr cool, nämlich das, was ihr da seht. Einmal Verborgenes Schicksal. Dann noch Burning Shadows, auch da können wir Rainbow Blue Rock draus ziehen. Und darüber steht noch ein Display Evolutions. Und das habe ich halt tatsächlich nie geöffnet, weil ich bin ja erst mit Kräften im Einklang wieder eingestiegen. Und da die alten Artworks drin sind von den eben erwähnten Favoriten von mir, habe ich da halt mega Bock drauf. Und da freue ich mich drauf, wenn wir die 200 Abo knacken, plus noch ein bisschen Flammende Finsternis wird dazukommen. Dann suchen wir in jeder erdenklichen Form Glurak in diesem Special. Also Like, Abo gerne gesehen, damit wir das möglichst schnell alles aufmachen können. Und damit ihr es immer seht, habe ich es euch dahingestellt. Nasgnet, Wingull, Sheerox in Reverse. Sehr, sehr schicke Karte. Kommt bei mir zu den Hits. Und ein Liberlo V. Also, das war doch mal sehr nice. Ein schönes Liberlo V und ein Sheerox Reverse Rare. Und ich greife auf den falschen Stapel. Ja, um die Geschichte jetzt komplett zu machen, würde mir jetzt eigentlich nur noch das Lapras V-Max fehlen. Na klar, ich nehme auch lieber eine Rainbow oder eine Goldkarte, also verstehe ich mich nicht falsch. Aber als V-Max fehlt mir halt noch das Lapras und das würde ich mega gerne noch ziehen. Wir haben Kingla, Rezeros, das große Amulett, Dicta, Pionskora, Hoothoot, Hoplo, Pikachu, Krabby in Reverse und ein Mortineva in Holo. Auch das ist ein Pokémon, das gefällt mir richtig, richtig gut von den neuen. Also eins der besten Artworks. Nom Nom ist eh mega cute und Mortineva, ich finde, das hat was. So ein Eisfalter ist schon richtig nice. So, Hit und damit Code für euch und weiter geht's. Wir haben die Kampfenergie. Das Flammenhalstuch, Servul, Geraldine, Sankabu mit der verfluchten Schaufel, Klunket, Skunkapu, Pipi, Voltoball, Mebrana in Reverse und auch wenn es keine Holo ist, ein wunderschönes Arcani. So, jeweils noch drei Packs übrig. Können wir hier noch was rausziehen? Ist uns noch ein geiler Hit vergönnt? Also, das sind ja alles so meine ersten 18er, die ich mir aufmache. Da soll es ja auch recht krasse Teile geben. Also schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas, was Regenbogenartiges oder was Goldenes vielleicht bekommen können. Das wäre natürlich, würde ich nicht Nein sagen.
Sechsmal haben wir noch die Chance. Muschas, Glibunkel, Bullpix Reverse Rare und nicht Reverse Rare, was erzähle ich, und dafür kommt auch für den Mist, den ich erzähle, nur ein Martellit. Das Pack ist gut. Das Pack ist gut. Jetzt kommt ein Hit. Leute, ich spüre es, hier kommt ein Hit. Dafür kriegt ihr direkt den Code, hier kommt ein Hit. Wenn Sichlor vorne drauf ist, kommt ein Hit. Ich sag's euch. Machen wir spannend. Ich leg die weg. So, gucken wir ganz entspannt mal kurz durch. Waggon, Primano, Pokéball, Sichlor, Hit. Skalük, Goldar, Magma, Galamakabaya und Brimova. So, und die Karte bleibt hier bis zum Ende liegen, weil Sichlor hat gesagt, das ist ein Hit. Ich lege Sichlor nochmal dazu. Das rasiert am Ende alles. Ich sag's euch. Ihr werdet sehen. Das muss. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das muss. So. Und dann muss jetzt natürlich Schwert und Shieldbase erstmal vorlegen. Mit Kotomi, dem Luftballon, Adressbuch, Sensekt, Goldini, Voldi, Pionscorer, Kloptopus, Rotom Ratibus und ein Lapras in V. Hättest du nicht die V-Max sein können, dann wäre ich mega glücklich. Aber ein V-Pull nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. So. Vorletztes Pack. Clash der Rebellen. Zwar ein Hit, also gibt es einen Code. Und auf geht's. Wir haben die Psycho-Energie. Tempo-Energie. Safcon. Elisar. Smogon. Bämon, Shinux, Sankabu, Klonkett, Natu in Reverse und dahinter verbirgt sich noch ein Grabbit. Ja. Schauen wir mal, was die letzten beiden Packs noch so bringen können. Wie gesagt, die Chancen schwinden, dass hier jetzt das Lapras V-Max ist, was mir noch so gehofft hat, hier rauszuziehen. Das war so mein Wunschpool mit Rainbow oder Gold, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Aber das wäre wirklich schon sehr, sehr nice gewesen. Aber vielleicht bekommen wir es ja noch. Eine Chance haben wir noch. Kotomi, Goldini, Golking in Reverse und ein Kaokto zum Abschluss. Also, ich würde sagen, ja, sieht eher schwierig aus für Schwert und Schild Base hier in dieser Runde. Aber wir haben ja irgendwie hier noch unser Sicherpool. Also ich bin mir 100% sicher, da wird was drin sein. Und wenn es nur eine Ruhe ist, da ist was drin. Ich glaube da schon dran. Geräumiger Einer, Eimer, Turfy Stadium, Geweiher, Verlursi, Smogon, Bämon, Shinux, Elisar und dahinter ein Tanatora. So, und jetzt kommt's drauf an. Machen wir es nicht kaputt, gehen vorsichtig runter, damit ich auch nicht merke, was da drin ist. Und unser letzter Leichthit, den Sichlor uns gebracht hat, ist ein. Ich hab die Karte weggeworfen, scheiße! Es gibt's nicht! Es gibt's nicht! Alter, jetzt mein dritter Boss in Full Art. Ich dreck ab! Eieieiei! Guck die euch an! Es gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht, Sichlor hat das Ding gecallt, ey. Oh, wie geil. Also ich hätte mich auch über jede andere Pull-Up gefreut, die ich noch nicht habe, aber wenn ich eine doppelte ziehe, dann doch gerne eine wertvolle. Mein Gott, der Boss, also der ist am Start. Also der ist am Start. Ich habe jetzt quasi mein Playset, auch wenn es nicht von einer Sorte ist, voll. Dreimal Full-Up gezogen und einmal in Rainbow. Wow. Wow. Und damit ist ganz klar auch der Sieger. Da waren eine Full Art, Inteleon drin, der Boss und das Calamanero V-Max. Kann Schwert und Schild Base nicht schlagen. Also Clash der Rebellen hat auf jeden Fall gewonnen. Werden wir das bald aufmachen sollen, wie gesagt, Like und Abo gern gesehen. Kommentar natürlich auch, gebt mir Feedback auch zu diesem Video mit dem 18er Battle. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ob euch das gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.